Film können wir dann starten? Oh, sorry. Warte, ich müsste noch ganz kurz meinen Insta-Post fertig machen und muss dann die Snaps beantworten. Apropos Instagram und Snapchat, warum nutzen wir das eigentlich so gern? Instagram, Snapchat und YouTube gehören zu den beliebtesten Apps unter Jugendlichen. Das zeigt auch die ganz aktuelle Gym-Studie. In der Gym-Studie wird jedes Jahr untersucht, welche Medien Jugendliche in Deutschland so besitzen und was sie besonders gerne nutzen. Apps zum Beispiel. Seit Jahren auf den ersten Plätzen mit dabei sind Apps, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Es geht um Selbstdarstellung. Ob in Fotoposts, Stories oder Videos, wir zeigen uns selbst, was wir gerne machen, unsere Hobbys, unseren Alltag, unser Leben eben. Selbstdarstellung klingt immer total negativ, dabei ist es eigentlich total natürlich. Du machst es, ich mache es, auch deine Eltern machen es. Man könnte sogar sagen, dass Menschen in der Steinzeit sich selbst dargestellt haben. Schließlich findet man immer wieder Höhlenmalereien, auf denen man Krieger sieht, die irgendwelchen wilden Tieren hinterherjagen. Aber zurück zu uns. Statt auf Höhlenwänden zeigen wir uns bei Instagram, Snapchat, TikTok oder per Profilbild oder Status bei WhatsApp. Aber warum das Ganze? Fangen wir mal von vorne an. In den genannten Diensten schaffen wir uns ein virtuelles Ich. Dieses virtuelle Ich ist unserem realen Ich, also der Person, die wir im Real Life sind, meistens recht ähnlich. Ich zum Beispiel. Ich sehe nun mal so aus, wie ich aussehe. Ich habe bestimmte Hobbys und Vorlieben. Ich gehe zum Beispiel super gerne wandern, bin draußen unterwegs, ich mag leckeres Essen und ich hänge natürlich gerne mit meinen Freunden ab, am liebsten in richtig süßen Cafés. Alles im Real Life. Und das zeige ich dann auch in meinem virtuellen Ich. Ich lade gerne Fotos oder Videos von meinen schönsten Wandererlebnissen hoch. Ich zeige, wenn ich auf irgendwelchen coolen Abenteuern mit meinen Freunden unterwegs bin. Und auch schönes Essen zeige ich natürlich gerne bei mir auf Instagram. Was ich eher nicht so online zeige, ist, wenn ich morgens mit einem riesen Pickel im Gesicht aufwache oder wenn mir die Augenringe bis zum Boden gehen. Mir ist übrigens letzte Woche ein Kuchen im Ofen verbrannt, den ich eigentlich auf Insta posten wollte, aber den hat dann eben niemand gesehen. Und auch die langweilige Familienfeier, auf der ich vor 2 Wochen 4 Stunden absitzen musste, da hat keiner meiner Follower was davon erfahren. Aber es gehört auch zu meinem realen Ich mit dazu. Und genau da liegt jetzt der Unterschied zwischen dem virtuellen und dem realen Ich. Im virtuellen Ich zeigen wir nämlich nur die Eigenschaften und Erlebnisse, die wir an uns selbst irgendwie ganz gerne mögen. Oder hast du dein Profilbild etwa direkt nach dem Aufstehen gemacht? Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir Apps wie Instagram oder Snapchat so gerne nutzen. Wir lieben es einfach, ein virtuelles Ich von uns zu erschaffen. Denn dieses virtuelle Ich ist sozusagen eine bessere Version unseres realen Ichs. Wir zeigen also online alle unsere Schokoladenseite. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir so gerne lustige Filter benutzen. Mit einer süßen Hundenase oder einem Filter, der uns große Augen und lupenreine Haut gibt, sehen wir natürlich toll aus und das gefällt uns. Aber wenn das jetzt alles so viel Spaß macht, wie kann es denn dann sein, dass Studien zeigen, dass Jugendliche zum Beispiel nach der Nutzung von Instagram trauriger sind als vorher? Da gibt es ein Problem. Wir vergleichen uns nämlich mit anderen Nutzern auf diesen Plattformen. Das sind einerseits unsere Freunde, das können aber auch Influencer und Stars sein. Schaut mal, ich folge hier zum Beispiel Felix von der Laden und er hat echt richtig tolle Bilder. Oder hier Dagibi. Ein Foto sieht doch cooler aus als das andere. Ich finde, Dagi sieht einfach immer gut aus und sie hat so mega coole Klamotten. Und irgendwie scheint sie auch ständig im Urlaub zu sein. Da bin ich ja echt ein bisschen neidisch. Oh, wie süß. Richtig süße Hashtag CoupleTime. Wer hätte das nicht gern? Okay, Spaß beiseite. Aber wenn ich mich mit den Leuten, denen ich in sozialen Medien so folge, vergleiche, da kann ich irgendwie nur verlieren. Irgendwie sieht deren Leben immer viel spannender aus, sie haben immer die neuesten Klamotten und sind an den coolsten Urlaubsorten unterwegs. Und damit meine ich jetzt nicht nur Stars und Influencer, sondern auch das, was meine Freunde so posten. Klar, dass da bei mir Frust angesagt ist. Aber erinnern wir uns doch nochmal an das, was ich gerade schon erklärt habe. Jeder zeigt in Social Media nur seine Schokoladenseite. Also auch die anderen. Das misslungene Selfie, die schlechte Schulnote oder den Mega-Stress beim Schneiden vom YouTube-Video, das zeigt einfach keiner online und deswegen wissen wir nichts davon. Wenn wir uns also mit Online-Postings von anderen vergleichen, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, das ist deren Schokoladenseite, deren virtuelles Ich. Wenn wir wissen wollen, wie es im realen Leben von diesen Leuten aussieht, dann können wir das nur von deren realen Ich erfahren. Und von unseren Freunden wissen wir das ja auch. Klar sehen die auf ihren Selfies auch immer total toll aus, sind aber bestimmt auch schon mal mit einem riesen Pickel im Gesicht in die Schule gekommen. Ist ja auch ganz normal und gehört zum realen Ich dazu.